So, hallo und herzlich willkommen zurück bei Let's Play WWE 2K14. In der letzten Episode hatten wir das Icon vs. Icon Match zwischen The Rock und Hollywood Hulk Hogan bei WrestleMania 18. Und wir bleiben auch noch bei WrestleMania 18 und spielen jetzt das Match Triple H vs. Chris Jericho um die Undisputed WWE Championship. Beim Royal Rumble 2002 besiegte Chris Jericho The Rock und behielt den Undisputed Championship Title. Triple H, der nur einige Tage früher zurückgekehrt war, nachdem er wegen eines gerissenen Quadrizeps 7 Monate pausiert hatte, gewann das Rumble-Match und verdiente sich einen Titelkampf bei WrestleMania 18. Unterdessen verriet Stephanie, dass sie schwanger ist und rettete somit ihre Ehe mit Triple H. Bei der Raw-Veranstaltung vom 11. Februar erhielt Triple H einen Anruf, der besagte, dass Stephanie nicht schwanger ist. Triple H wandte sich gegen Stephanie, attackierte Mr. McMahon und verkündete, dass es vorbei war mit ihrer Heirat. Bei der SmackDown-Veranstaltung vom 21. Februar traf sich Y2J mit Stephanie und willigte ein, ihre früheren Differenzen beizulegen. Stephanie würde nun als Jerichos Geschäftspartnerin fungieren. Die Chancen standen ausgesprochen schlecht bei WrestleMania 18 für den immer noch humpelnden Triple H. Als Jericho versprach, dass er den Quadrizeps von The Game erneut zerreißen und seine Karriere beenden würde. When it first happened, I don't know what the hell happened to me. It felt like I'd been shot in the thigh. Jericho's got the walls of Jericho on The Game. While one warrior mended his wounds, another shocked the world as Chris Jericho made history by beating both The Rock and Stone Cold in the same night to become the Undisputed Champion. Y2J is the first Undisputed Champion! As the best in the world reveled in his triumph, a forgotten hero re-emerged to reclaim his place on top of the mountain. It has been 8 long months of hellacious rehabilitation! Just in case you've forgotten, I am The Game, and you can bet your ass I'm back! With a newfound purpose, Triple H dominated at the Royal Rumble, securing an undisputed championship match at WrestleMania against the brash, outspoken champion. I tried to tell you I was not a joke! I have beaten every superstar there is to beat! After aligning with Stephanie McMahon, Y2J appeared ready for the Cerebral Assassin, but no one should ever count out the King of Kings. If you make it to WrestleMania as the Undisputed Champion, unfortunately for you, it will be time to play the game. So, da wurde die Vorgeschichte auch nochmal schön zusammengefasst. Wir spielen Triple H. Nutze einen Fegefeuer an einem leicht angeschlagenen Jericho im Ring. Dann muss ich erstmal gucken, wie ich den mache. Ah, das krieg ich schon hin, ne? Jojo. Bin bereit. Ja, ja. Und jetzt warten wir auf Mr. Y2J, Chris Jericho. Bezweifle, dass Stephanie in diesem Attire dort als Managerin fungierte. Es geht um die Undisputed Championship. Chris Jericho, der erste Undisputed Champion.
Das bedeutet, die World Heavyweight Championship und die WWE Championship hat er gleichzeitig gehalten. Halte X an den Füßen eines Gegners. Achso, Figure 4 Leg Lock. Krücheln. Okay, weiß ich auch. So, ich habe übrigens vorhin mal offscreen mal Legend-Match gespielt. Im Vergleich zu WWE 13 ist es schon relativ schwer, muss ich sagen. Ich habe das erste Match verloren. Ich habe Cesaro gegen Sheamus gespielt. Beim ersten Mal verloren, beim zweiten Mal habe ich dann auch gewonnen. Aber bei WWE 13 war ja Legend, war ja ein Klacks. Im Gegensatz dazu. Also schon gut zu sehen, dass die KI sich verbessert hat. So. Auch normal geht das hier nur alles einigermaßen. So, und wir werden gekontert mit einem Neckbreaker. Ich habe natürlich jetzt wieder zurück auf normal gestellt. Aus bekannten Gründen habe ich im ersten Part auch schon mal erzählt, warum. So, zack. Achso, ich habe vergessen, euch darum zu bitten. Euch darum zu beten. Es wäre nett, wenn ihr diesem Video einen Daumen nach oben geben würdet. Für weitere Let's Plays hier auf dem Kanal von Franz Zockt. Das bin ich. Ich muss erstmal seinen Schaden auf leicht bringen. Und das habe ich jetzt erledigt. Oh, da war ich wohl nicht dicht genug an. Na toll. Danke. An den Beinen. Jetzt aber. Erhalte X. Ja. Ja, top. 1A. 1A. So, dann einmal hier hin. Taunten wir, warten wir, bis er herkommt. Bringen wir ihn dann zu Boden und dann zeigen wir den Figure 4 Leg Lock. Na. Und hau rauf. Hallo. Ey, warum kommt der denn um alles? Schon wieder Poke to the Eyes. Ist eigentlich illegal. Eigentlich wird sofort DQ geben. So. Na. Jetzt aber. Na, zum dritten Mal hintereinander, ja? Nun komm. Das nicht. Cool. So, Back Suplex. Ja, na. Nein. Ah, quicken Angry Storms. So, dann einmal ein Grapple zeigen oder wir kriegen Neckbreaker. Natürlich. Nochmal. Also, Whippen. Und gekontert werden. Ja, das ist meine Strategie. Für dieses Match. Na, geht doch. Running. Noob. Jetzt aber. Geht doch. Und Button Smashing. Hört zu. Oh, nee, doch nicht. Cutscene. Jawohl! Ein rasanten Dropkick. Das hätte man nicht übersetzen müssen, okay? So. An den Ansagertisch soll ich ihn lehnen. Kriegen wir hin. Und. Einmal dahin, bitte. Zack. Moderat haben wir ihn ja schon. Von daher passt es. Na, oh. Nochmal. So, jetzt aber. Hab ich. Achso, gut. Was wird das jetzt? Backbody Drop, glaube ich. Ja, richtig. Na, übertreib mal nicht. Ich darf wahrscheinlich jetzt wieder zurück. Vergessen wir, dass wir Triple H spielen. So, wir können ja warten, bis er herkommt. Jetzt habe ich... Ah, jetzt muss ich nur meine E-Mails kurz wieder ausmachen. Tut mir leid. Den Sound kann er ja nicht antun ständig. So, Signature Move. Und dann gibt's den Katapult. Pedigree. Schmeiß ihn hoch.
und auffangen mit einem Gut Kick. Und wir beenden das Ganze mit einem Pedigree. Aber wir müssen noch warten, bis das dritte versteckte Ziel kommt. Na, dann warten wir. Ganz easy. So, dann nochmal Whoopin. Einmal Shoulder Tackle. Steh auf. Na, steh auf. Steh auf. Und ruf da. Ja. Ganz toll getroffen. Ja, ja. Versteckte Ziel. Hat er denn Springboard Attacke? Nein. Anscheinend nicht. Attacke. Bam. Komm, machen wir nochmal einen Fege vor Leglock. Oder auch nicht. Ein Camel Clutch geht natürlich auch. Na komm, brechen wir ab. Das brechen wir ab. Ich muss ja noch warten, bis das Ziel hier kommt. Bin ich mal gespannt, was das sein wird. Diesen Belly-to-Belly-Konter, den sehen wir ziemlich oft. Muss ich jedenfalls sagen, dass ich ihn schon sehr oft gesehen habe. Vielleicht ist es euch ja auch schon aufgefallen. So. Einmal unterducken. Ach ne, geht mit ihm nicht. Dann. Nein, ich wollte. Ich wollte ihn zurück in den Ring hauen. Holen. Ja. Und zum Turnbuckle hin. Das ist eine gute Idee. Vielleicht muss ich ihn erst auf kritisch springen, damit das nächste Ziel kommt. Das weiß man ja immer nicht so genau. So, hopp. Und. Double Underhook. Superplex. So, zeigen wir nochmal Signature Move. Immer noch nicht. Dann halt nochmal ein Pedigree. Kann ja nie schaden, ne? Jedenfalls mir nicht. Ein Arm, der zweite Arm. Da kommt er! Cool, man kann die Replays sogar überspringen mittlerweile. Das ist ja schön. Ja. Und jetzt? Wir können immer Stephanie verhauen. Schön. Hä? Ey, komm. Wieso kriege ich denn die DQ? Ich glaube, da kann jemand die Regeln nicht. Na toll. Oh, was soll das denn jetzt? Also, da könnt ihr mir doch zustimmen, oder was? Normalerweise kriegt man doch bloß eine DQ, wenn ein anderer... Oder wenn man angegriffen wird und nicht, wenn man einen anderen angreift. Natürlich. Rückkampf, ist ja klar. Ja, da tut mir jetzt leid, Leute. Ah, dann machen wir das schnell. Mann. Stell mir wieder doof an. So, zack. Konnte nicht länger warten. Ich konnte nicht länger warten. Aber Stephanie wird bestimmt noch eine Rolle spielen beim dritten versteckten Bonusziel. So. Taunt. Ich mach das hier ganz schnell und wir springen die Cutscenes jetzt. Ist ja klar. Ist ja klar. Nein. Verdammt. Zack. Und. Wie sieht der Schaden aus? Gehen wir auf den Kopf. So. Und der Fege vor Leglock. Der Ansatz gelingt. Jetzt kommen die Cutscene. Gar nicht teleportiert. So, jetzt moderat einen Schaden verursachen. Na. So, dann einmal einen Suplex, ja. Klingt richtig gut. So, gehen wir auf den Kopf. Ach, scheiße. Ich dachte, wäre schon groggy. Aber nein, aber nein, aber nein. Na. Doch. Ihr kontert. So. Kannst ja mal ein bisschen was vom Turnbuckle fressen. Das macht immer Spaß, habe ich gehört. Und DDT. So, wie macht man eigentlich das Dings hier ab? Das Turnbuckle-Pad. Ja, mit X gut. Das ist schön zu wissen. Habe ich, glaube ich, noch nie gemacht. Jedenfalls in WWE 2K14 und WWE 13 wahrscheinlich auch nicht.
So, dann gehen wir gleich zum Kommentatorenpult. An Sarah hört sich voll scheiße an. Finde ich jedenfalls. Vorher noch den Spinebuster. So. Na. Ich wollte whippen. Denn halt so. So. Raus mit dir. Badam. Raus. Danke. So, dann einmal dahin packen. Cutscene. Die können wir auch überspringen. Da wissen wir, dass wir am Ende liegen. Und jetzt warten wir auf das letzte Ziel. Dann sind wir am selben Punkt wie vorhin. So, ich. Jetzt gar nicht. Erst ist Stephanie. Nachher ist es wieder doof. Das wollen wir nicht. Komm rein. Komm rein. Nein, kein Springbot. So, zack. In den Pedigree. Hopp. Ich denke mal, der blutet. Aber ist ja sein Pferdeschwanz. Der ist ja rot. Ah. Na, so schnell geht das alles so. Oh, hört man anscheinend im Original. Hört man eine Stimme. Oh. Oh Gott, jetzt muss ich da auch noch rauskommen, oder was? Das macht 100 Pro. Führe einen Pedigree aus und gewinne innerhalb von 10 Sekunden durch Pinfall. Okay, das muss ich hinkriegen. So, dann das heißt nochmal Pedigree sammeln und dann versuche ich nochmal einen Katapult-Pedigree. Catapult. Zack. So, da haben wir schon einen Signature Move. Leg dich wieder schlafen. Ja, ja. Und. Whoopen. Zack. Und. Wunderschön erledigt. Badam. In das Cover. Ist das der Sieg endlich? Yeah. So. Eich. Ja. Oh, er ist am zweiten Anlauf. Tja, egal. Egal. So, kommt da jetzt noch was? Ja, okay. Die Haare sind auch sehr schön, wie sie im Körper drin sind. Ja, ob das jetzt der bessere Champion ist oder nicht, bewage ich zu bezweifeln. Wir haben Y2J freigeschaltet, den Retro wahrscheinlich, oder das Attire, man weiß es nicht. So, Zeitachsmenü und ab zum nächsten Event, wo wir uns erstmal in dieser Episode nur noch die Entrances angucken werden. Und wieder spielen wir, oder treffen wir Chris Jericho im Ring an, und zwar diesmal gegen Shawn Michaels 2003 in Seattle, Washington. Bei WrestleMania 19. Als Shawn Michaels Gast in Chris Jerichos In-Ring-Show Highlight Reel war, behauptete Jericho, dass Michaels schon in jungen Jahren verehrt, dass er Michaels schon in jungen Jahren verehrt hat und dass er ihn inspiriert hatte, ein WWE-Superstar zu werden. Jeglicher gegenseitige Respekt, den es zwischen Jericho und Michaels gegeben hatte, ging verloren, als Y2J The Heartbreak Kid beim Royal Rumble 2003 sabotierte und eliminierte. Das Datum zur Beilegung ihrer heftigen Rivalität würde in Stein gemeißelt werden.
Denn HBK attackierte Jericho mit einer Switch in Music und akzeptierte die Herausforderung von Y2J bei WrestleMania 19. Ja, meine Reading Skills sind so cool. Nobody was more excited to see HBK return to the ring than me. Shawn Michaels is the world's champion. Do you believe in miracles? A lot has happened between the two of us since you kicked me in the face. I've attacked you. And a low blow by Jericho. Wild tear shot. You've attacked me. Shawn Michaels has moved Jericho. Come to this ring and speak to me face to face. Ask and you shall receive. I wanted to be just like you, Shawn. Pretty soon people were saying that I was gonna be the next Shawn Michaels. I grew out of wanting to be the next Shawn Michaels. And I concentrated on becoming the first Chris Jericho. Oh my God, a chair shot right to the face of Shawn Michaels. You tried to be the hero one too many times, Michaels. Look out, some sweet chair music. I'll see you. Chris Jericho, a man, takes responsibility for his actions. I am better than you, Shawn. A man doesn't hide underneath the ring and jump another man from behind. I'm more charismatic than you, Shawn. A man looks the other man in the eyes. I want to end your career at WrestleMania. Chris Jericho, get ready, because I'm coming to fight. Schönes Promo-Video. Das kann die WWE. Ja. Aber wir spielen schon wieder nicht Chris Jericho. Schade. Wir spielen Michaels. Unser erstes Ziel, ihn auf kritischen Gesundheitszustand zu bringen. Aber zuerst die Entrances. The following contest is scheduled for one ball. Introducing first, from Winnipeg, Manitoba, Canada, weighing 227 pounds, Chris Jericho. This could be game for Chris Jericho. He was the first undisputed WWE champion. A kid that was actually born in New York City. And he grew up his whole life as a WWE fan. The one star his whole life that he emulated from day one is his opponent tonight. And HBK. From San Antonio, Texas, weighing 227 pounds, the Heartbreak Kid, Shawn Michaels. Do you think that Shawn Michaels is ready to play? Oh, look at him. Shawn has always been a showstopper, but this match could be a show stealer. Arguably, both these men in different circles are considered pound for pound the best in the business. Shawn Michaels was the first ever Grand Slam champion, winning every major championship the WWE had. Out the Women's Championship. A severe back injury that necessitated major surgery looked like it had ended Shawn's career right after WrestleMania 5 years ago. Wow, he's back with a blast now. You know one thing about Shawn Michaels, he becomes a different man at WrestleMania. Eine weitere Let's Play-Folge von WWE 2K14 ist vorüber. Zuerst haben wir es geschafft, die WWE Undisputed Championship von Chris Jericho mit Triple H zu gewinnen. Das war auch nicht so einfach, nachdem ich ein bisschen verkackt habe, ne? Und jetzt warten wir auf das nächste Match zwischen Shawn Michaels und Y2J. Wir spielen jetzt Shawn Michaels. Und wie das Ganze aussehen wird, sehen wir dann in der nächsten Folge. Und ich hoffe, dass ihr wieder einschaltet. Und ich hoffe auch, dass ihr diesem Video einen Daumen nach oben gebt. Ja. Bis zur nächsten Folge. Haut rein!